Ja, herzlich willkommen zu Pokémon Blattgrün Edition. Die Welt, in der du jetzt gelangen wirst, dir ein Abenteuer beschweren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten, überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Wie lautet dein Name? Tita. Genau, dein Name ist also Tita, ja? Dies ist mein Enkel. Von jeher wolltet ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Ich nenne ihn YouTube. Ah, YouTube. YouTube stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Tita? Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, da sind wir auch schon, in unserem Zimmer. Hallo Mama. Genau jedes Mädchen träumt davon, auf Reisen zu gehen. Das sieht man im Fernsehen. Oh ja, Professor Eich von nebenan hat nach dir gesucht. Ach, den wollen wir immer besuchen gehen. Hallo Tita, Opa ist gerade nicht da. Ja. Warte, geh nicht raus. Draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu beschützen. Komm, folg mir. Opa, ich will nicht länger warten. YouTube, lass mich nachdenken. Aber, ach richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Tita, dort liegen drei Pokémon. Hahaha, sie befinden sich in den Pokébällen, stell dir nur vor. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt, Opa! Und was ist mit mir? Hab ein wenig Geduld, YouTube. Auch du sollst eins bekommen. Ja, schade, 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 aber wir haben ja Blattgrün-Edition, also werden wir mit Bisasam anfangen. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Möchtest du Bisasam einen Spitznamen geben? Ja.
Magic. Leider passt der Name, den ich eigentlich nehmen wollte, nicht hin. Aber Magic wird schon wissen, wer gemeint ist. Ich nehme dies hier. YouTube erhält Glumanda. Oh, mein Lieblings-Pokémon. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Warte, Edita, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Eine Herausforderung von Rivale YouTube. Glumanda wird von Rivale YouTube in den Kampf geschickt. Los, Magic! Oh, um Himmels Willen! Aufdringlich wie immer! Tita, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Dein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er die KP auf Null bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst deine Erfahrungen sammeln. Kämpfe und lerne. Das Senken von Statuswerten des Gegners verschafft dir einen Vorteil. Dem Gegner Schaden zuzufügen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, gewonnen! Klasse, gleich ein Level abbekommen. Grandios. Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld und dein Pokémon wird stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärkere so deine Pokémon. YouTube, okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Tita, Opa, wir sehen uns später. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt haben wir ja unser Pokémon. Den ersten Kampf haben wir auch geschafft. Da ich jetzt nicht weiß, ob sie schon geheilt ist, werde ich meiner Mama was erzählen. Tita, du solltest deine kurze Pause einlegen. Sehr gut. Du und dein Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Mach ich, Mama. Wer bist du denn? Sieh nur, ich habe das, was auf einem dieser Tipps für Trainerschilder steht, abgerissen. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Da haben wir es. So. Route 1. Ein Ratzfratz. Los, Magic. Was, die Attacke geht daneben? Komm vor. Sehr schön. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir einen
Werbegeschenk, hier, bitte. Trank erhalten. Tita steckt den Trank in die Intermtasche des Beutels. Ich trainiere immer ganz gerne. Unterwegs. Verteidigung sinkt. Aber das soll uns nicht stören. Wenn wir das erledigt haben, dürften wir ein Level-Up bekommen. Da haben wir ein Level-Up. Vielleicht lernt er was? Nein. Ah, Igelsamen, sehr schön. Für den Anfang immer recht gut, so eine AP entziehende Attacke. KP. Mensch. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Hier ist ja eine wahre Ratzfratz-Gemeinde. Ratzfratz wurde bepflanzt. Ich habe schon viele verschiedene Pokémon-Spiele gespielt auf dem Game Boy. Die ersten Spiele Rot, Blau, Gelb. Wobei ich sagen muss, die Grafik hat sich selbstverständlich mit jedem Spiel verbessert. Ich glaube, so ziemlich jede Konsole, die ich habe, habe ich mir nur wegen Pokémon zugelegt. Ich habe sogar ein N64 mit der Pikachu-Edition, also als die Pikachu-Edition. Mit blinkendem Bäckchen, wenn es angeht. Und ein Pokémon-Ball als An- und Ausschalter. War sauteuer. Ein Taubsi. Würde ich mir auch noch irgendwie zulegen. Aber jetzt heißt es erstmal Training. Ich habe ja noch gar keine Pokébälle. Mein Magic muss ja auch erstmal stärker werden. So, hier sind wir an Vertania City angekommen. Jetzt mache ich eine kurze Pause.